Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Barcelona vor wenigen Tagen ist in den Morgenstunden nun auch eine französische Stadt Opfer einer ähnlich grausamen Tat geworden. Ein Auto hat in Marseille auf eine Bushaltestelle gesteuert und dabei einen Menschen getötet und mehrere verletzt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 35-Jährigen, der wenige Augenblicke später festgenommen werden konnte. Das Motiv ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, die Ermittlungen laufen derzeit noch an.